sitzen wir auf einem Flieger. Wir können über die Stadt hin. Am kleinen Freund. In Bergen. Irgendwie. Sogar mit dem großen B. Landschaft. Seiner Familie. Hier das kleine Vogel. Hoffnung, dass wir sie finden. Scheinen wir hier am Meer zu sein. Trend sozusagen. Aber auch das ist deine richtige Familie. Ja, schön hier. Kann jetzt auch gut gehen lassen. Oasen. Wüste. Wahrscheinlich am ehesten. Das. Das ist nicht seine Familie. Ich denke mal, wir suchen die Eltern. Kein Vogel. Das Richtige. Nicht aus wie hier. Hayao Miyazakis Film. What? Zum Himmel, glaube ich, war das. Sah eben so ähnlich aus. Die Sonne geht auf. Da sind wir wieder zurück von unserer Reise. Der Papierflieger geht zurück an seinen Ort. Wo wir drin schlafen. Nur gute Nacht gesagt. Oh oh.
Ist sie Ärztin? Kugeln weggenommen haben. Wollen wir natürlich den Vogel nicht geben. Und geworden. Das war einfach nur ein böser Traum. Ich davon aus. Denn jeden Tag. Ja, okay. Na hoppla. Cool, ist aber ganz schön groß. Ja. Und aus dem Teufelskreis wieder raus. Mario, okay. Warum nicht? Ja. Was das zu bedeuten hat? Ich hab jedes Mal Angst, wenn der Vogel da nicht so. Dass wir ihn doch wieder zum Tierarzt bringen. Okay. Ich will auch nicht über die
zum Springen. War da einfach automatisch viel. Gehen wir einfach. Ich weiß nicht, ob auf Rot wäre. Nicht weiter. Ja. Okay. Kann da nicht. Ich habe in die andere Richtung gedrückt. Ich habe schon wieder in die... Nein. Erinnert er sich an die... Oh Gott. Der Vogel war nicht hin. Nein. Was scheiße. Wo geht er nicht hinbringen? Wenn diese Erinnerung da gerade nicht wäre, ne? Okay. Warum bin ich gerade so nah am Wasser gebaut? Oh, hilf. Der Lauf. Kann ich den Papierflieger bauen? Ich den Vogel nicht. Ich möchte den Vogel nicht geben. Oh Gott, und jetzt auch noch durch Gewitter. Nein. Ausweichen. Also. Nein. Nee, nee. Kann ich irgendwo landen? Nein. Das ist doof. Der Vogel. Hm.
weil die Zeit verstreut. Wir da. Wir hören was. Deine Fuß da war. Ein Freund. Irgendein anderer Vogel. Weil die Erinnerung ein klein da wäre schon Fokus. Ich das Gleiche von unseren kleinen Freunden. Das ist so. Auch ich. Sehr, sehr traurig. Wieder eine Nutzung. Seiten verloren haben. Thank you.
warten lassen. Ich bin zurück. Doch geschafft. Was? Echt? Vielleicht sitzt er ja da. Wir lassen ihn. Gut. Und das war The Story. Ich glaube, als ich es angefangen habe, habe ich nicht recht. Tatsächlich im Wasser gebohrt sein müssen. Mir ist das noch nie so schwer gefallen, am Ende irgendwas zu sagen. Oh Gott, das ist ja grauenvoll gerade. Oh, da sitzen beide. Ich meine auch, wenn in diesem Spiel ja nicht geredet wurde. das Spiel hat mich tatsächlich sehr, sehr berührt. Auch wenn es, ich glaube, eine Stunde ging. Und in dieser Stunde, ich glaube, der erste Part war echt noch in Ordnung.
letzten zwei haben mich doch ein bisschen... Vor allem der letzte. Die beiden haben jetzt auch ihren Platz gefunden. Leben. Finding Paradise. Und eines Tages. Nee, auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Sehr traurig. Wo ein bisschen Tiere geht, bin ich sehr nah am Wasser gebaut. Ja. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Auch wenn es mal ein etwas anderes Spiel war. Und ja. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und damit verabschiede ich mich ja auch. Ich gehe jetzt hier noch kurz ins... So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz starten, weil das Spiel direkt einen auf dem Desktop kriegt. Ja. Wie gesagt, ich empfehle es jedem, dieses Spiel zu spielen. Und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Spiel geben. Und ich hoffe, ich war jetzt nicht zu emotional. Ich habe mich echt zurückgehalten. Ich glaube, am liebsten hätte ich gerade laut losgeflennt. Ich bin auch froh, dass Helen mir die ganze Zeit neben mir saß und ich dann so streicheln konnte. Denn mich hat es echt sehr bewegt. Und ich glaube, jetzt dauert es mindestens ein paar Minuten, bis ich weiter aufnehmen kann. Und ja. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Oder zumindest ein bisschen. Und wenn euch das Video gefallen hat oder die Videos, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Wenn ihr mehr solcher Projekte sehen wollt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, Links sind alle in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, ciao!